Ich bin Schauspielerin. Früher dachte ich, ich könne frei und selbstbestimmt Karriere machen. Doch das war naiv. Die Pandemie hat mir gezeigt, wo mein Platz ist. Sie hat mir gezeigt, dass Distanz auch Nähe sein kann. Dass Einsamkeit auch Geselligkeit sein kann. Dass Sicherheit Freiheit ist. Dass Gesunde auch krank sein können. Ich wünsche mir auch weiterhin, dass Virologen unser Leben bestimmen. Denn nur sie können beurteilen, was für uns wirklich gesund ist. Das Leben kann tödlich sein. Bleiben Sie für immer zu Hause und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen. Ich habe mich so an die Maßnahmen gewöhnt. Ich will sie behalten. Man könnte ja Corona durch was anderes ersetzen. Man könnte neue Maßnahmen dazu nehmen. Dann würde niemand merken, dass es die Corona-Maßnahmen gibt. Man könnte sie auch nach Monaten benennen. Die Mai-Maßnahmen und die Oktober-Maßnahmen, vielleicht auch einmal Lockerungen, aber nicht zu viel. Die Juni-Lockerungen waren nicht so gut. Aber ich freue mich. Und ich rede gerne Blödsinn. Und die Pandemie, die hat mir gezeigt, dass Blödsinn reden ganz einfach sein kann. Man muss nur die Pandemie erwähnen und dann zwei Gegensätze aneinander hängen. Also, zum Beispiel. Die Pandemie hat mir gezeigt, dass Distanz auch Nähe sein kann. Die Pandemie hat mir gezeigt, dass Einsamkeit auch Geselligkeit sein kann. Die Pandemie hat mir gezeigt, dass Verzweiflung auch Glück sein kann. Die Pandemie hat mir sogar gezeigt, dass oben auch unten sein kann. Die Pandemie hat mir gezeigt, dass ich jeden Blödsinn sagen kann, solange ich mir dabei die Hand aufs Herz lege. Und eindringlich in die Kamera schaue. Also tue ich das jetzt. Ich lege meine Hand aufs Herz, ich blicke eindringlich in die Kamera und spreche: Bleiben Sie gesund und vertrauen Sie den Corona-Maßnahmen. Seit dem Lockdown ist alles viel leichter. Endlich haben wir alle einen gemeinsamen Kopf. Regierung, Presse und Wissenschaft. Wir alle sind uns einig. Und weil wir uns alle einig sind, haben wir auch alle recht. Das hat mein Leben so viel einfacher gemacht. Endlich kann ich das Richtige tun, ohne mir meinen eigenen Kopf zu zerbrechen. Und weil wir alle recht haben, ist es auch die Wahrheit. Und deswegen haben wir jetzt alle eine Meinung. Ich vertraue dieser Meinung, weil wir eben recht haben. Und weil es die Wahrheit ist. Ist doch logisch, da brauche ich meinen Kopf nicht mehr. Und deshalb unterstütze ich die Corona-Maßnahmen. Bleiben Sie gesund. Viele Menschen da draußen krempeln die Ärmel hoch und packen mit an, damit ich hier sitzen und mich und andere schützen kann. Das finde ich gut. Nicht gut finde ich, wenn diese Menschen dann am Wochenende rausgehen aus ihren kleinen dunklen Wohnungen und sich in den Park setzen. Dann gehe ich auf meinen Balkon, mache davon Fotos und schreibe auf Twitter, dass die schrecklich egoistisch sind. Und dann gehe ich auf meine Dachterrasse, lasse mir die Sonne ins Gesicht scheinen und fühle mich gut. Weil ich mich und andere schütze. Bleiben Sie gesund.